Ich werde dir sagen, wer meiner Auffassung nach das zweite WM-Halbfinale zwischen Kroatien und England gewinnen wird. Viel Spaß dabei. Hallo Sportwettfreund, mein Name ist David Stritschek und ich bin professioneller Sportwetter. In diesem Video prognostiziere ich das zweite WM-Halbfinale zwischen Kroatien und England. Solltest du meine Prognose zum ersten Halbfinale verpasst haben, ich habe sie dir in die Videobeschreibung verlinkt. So viel darf verraten werden, ich lag mit meiner Einschätzung diesmal richtig. Schreib mir mal in die Kommentare, wer deiner Meinung nach das zweite Halbfinale gewinnt und vergiss nicht dran zu bleiben, wenn du wissen willst, welche Wette ich platziert habe. Schauen wir uns zunächst die Kroaten etwas genauer an. Die Gruppenphase problemlos mit 3 Siegen aus 3 Spielen auf Platz 1 beendet, haben sie vor allem beim auch in der Höhe verdienten 3:0-Sieg gegen Argentinien die erste Duftmarke gesetzt und sich unter die Titelfavoriten gemischt. Im Achtelfinale gegen Dänemark stand es sowohl nach 90 wie auch nach 120 Minuten 1:1 und man musste ins Elfmeterschießen. Es war eine denkbar knappe Kiste, in der Subasic vom AS Monaco 3 Bälle halten musste, um den kroatischen Traum vom ersten WM-Titel aufrechtzuerhalten. Im Viertelfinale gegen Gastgeber Russland ging es dann wieder ins Elfmeterschießen und das obwohl wieder VIDA die Kroaten in der Verlängerung zwischenzeitlich mit einem platzierten Kopfball mit 2:1 in Führung gebracht hat. Auch wenn den Männern von Dalic die schweren Beine gegen Ende des Spiels deutlich anzusehen waren, ich erinnere zum Beispiel an das schmerzverzerrte Gesicht von Mandžukić, haben sie sich erneut vom Punkt durchgesetzt und stehen nun verdient im Halbfinale. Der Gegner ist niemand geringerer als England, die in der Vorrunde ihre weiße Weste, nachdem sie Tunesien in letzter Sekunde mit 2:1 und Panama mit 6:1 schlugen, nicht halten konnten. Im letzten Gruppenspiel verlor man gegen eine B11 des späteren Halbfinalisten Belgien mit 0:1 und zog somit als Gruppenzweiter ins Achtelfinale. Dort lieferten sich die Free Lions gegen Kolumbien eine wahre Fußballschlacht. Nachdem Harry Kane durch einen Strafstoß die Engländer zwischenzeitlich mit 1:0 in Führung brachte, konnte Mina vom FC Barcelona in der letzten Sekunde zum 1:1 ausgleichen und das Spiel ging in die Verlängerung. In dieser gab es keinen Sieger und es schien so, als würden die Männer vom Mutterland des Fußballs mal wieder bei einem Großturnier im Elfmeterschießen ausscheiden. Doch Pickford sei Dank konnten sie dieses Trauma ein für alle Mal überwinden und ins Viertelfinale einziehen. Dieses gewann sie dann absolut solide und kontrolliert durch die Tore von Harry Maguire von Leicester City und Dele Alli von den Tottenham Hotspurs mit 2:0 gegen Schweden. Doch wer wird nun meiner Auffassung nach ins WM-Finale einziehen? Auch wenn mich diesbezüglich vielleicht viele England-Liebhaber hassen werden und auch die Quote des Buchmachers etwas anderes aussagt, ich bin davon überzeugt, dass Kroatien sich in diesem Spiel nur selbst schlagen kann und die Engländer, obwohl sie eine tolle Generation an jungen Fußballern haben, nur gewinnen können, wenn die Kroaten es zulassen. Schon vor dem Turnier habe ich bereits gesagt, dass für mich Kroatien der Top-Favorit auf den WM-Titel ist. Sie haben eine perfekte Mischung aus jungen, gestandenen Top-Fußballern wie zum Beispiel Kovacic, Piazza und Brozovic und eine Fülle an erfahrenen Spielern, die fast alles im Vereinsfußball gewonnen haben und aus dem internationalen Geschäft nicht wegzudenken sind. Ich denke hier vor allem an Spieler wie Modric, Rakitic, aber auch Lovren, Perisic, Mandžukić, Strnić und Korluka und so weiter und so fort, sollten jedem Fußballfan ein Begriff sein. Es gibt bei den Kroaten eigentlich keine Position, die schlecht besetzt ist. In der Vergangenheit ist diese Generation begnadeter Fußballer meistens an sich selbst gescheitert. So zum Beispiel bei der Europameisterschaft 2016, wo man in der Verlängerung gegen den späteren Europameister aus Portugal verloren hat und das obwohl man in der regulären Spielzeit klar besser war. Es ist auf unabsehbare Zeit die letzte Chance für dieses kleine, stolze Land, das nachzuholen, was Šuka, Boban, Protinečki, Bilic, Asanovic, Stanic und Co. vor 20 Jahren nicht geschafft haben. Den Titel endlich an den Balkan zu holen. Deswegen ist mein Tipp ein klares 3:1 für Kroatien. Jetzt springen wir noch schnell zu 1xBet und ich lasse euch live dabei sein, wie ich meine Wette auf Sieg Kroatien abgebe. Für alle, denen Sieg in der regulären Spielzeit zu riskant ist, bietet sich natürlich auch die Option Kroatien qualifiziert sich an. So mein lieber Sportwettfreund, ich gebe jetzt meine Wette auf Sieg Kroatien zu einer Quote von 3,820 ab, die in meinen Augen ein totaler Witz ist. Wahrscheinlich mit den beiden Verlängerungen und den schweren Beinen begründet. Aber gerade deswegen werden die Kroaten in diesem Spiel nicht mehr taktieren und von Anfang an zeigen, wer hier ins Finale einziehen wird. Bitte nicht vergessen, wir sind hier beim Sportwetten. Achte also auf deine Einsätze und setze nie mehr als 5% deiner Bankroll. Ich spiele im Durchschnitt mit ca. 2% meines Budgets. Wenn du Interesse an 1xBet hast, melde dich bitte über meinen Link und Gutscheincode in der Videobeschreibung an. So erhalte ich eine kleine Provision und du spielst beim besten europäischen Buchmacher. Ich habe für heute fertig, vergesse nicht mir zu sagen, wer deiner Auffassung nach ins Finale einzieht
Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann drücke auf den Daumen und lasse mir ein Abo da. Do svedanja, mein Freund.